Hallo. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich kann das Datum nicht ganz ignorieren. Es ist Weltfrauentag oder auch feministischer Kampftag. Und für alle Männer keine Sorge, am 3.11. ist Weltmännertag. Da freue ich mich dann auf eure Posts, was bei euch so schief läuft alles. Und gestern war Equal Pay Day. Das bedeutet, im Schnitt verdienen Frauen so viel weniger, dass sie bis gestern umsonst gearbeitet haben. Es gibt aber auch gute Nachrichten, denn letztes Jahr haben 482.000 Leute angefangen, in Aktien zu investieren. 482.000 Frauen nämlich, und es sind 122.000 mehr als Männer angefangen haben zu investieren. Also Frauen an die Börse. Und ich investiere auch tatsächlich, auch weil ich Angst habe vor dem Alter als Künstlerin. Und ich habe auch Bitcoins gekauft, also Bruchstücke von 0,0 oder irgendwas. Und dann gibt's, wenn man Bitcoins hat, gibt es einen Satz, nämlich HODL. Oder ist es, ja, ist es so eine Aufforderung, HODL. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat, das ist auch ein Internet-Meme. Und zwar ist das aus dem Vertipper von HOLD entstanden. Und HOLD heißt einfach, du sollst Bitcoin kaufen und behalten. Forever, ever. Bis es to the moon, also ganz viel wert ist. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe jetzt ein kurzes Bitcoin-Gedicht. Und das geht so. HODL und einfach liegen lassen, bis irgendwas passiert. Kannst du vielleicht mit Bitcoin machen, aber nicht mit mir. Danke. So, jetzt, wo das mit dem Geld geklärt ist, komme ich zu meinem feministischen Text. Und er heißt, alles, was ich als Frau bin oder ich habe die Beine zum Gender Pay Gap gespreizt. Ich trage in mir, zu einem metallenen Ball aus Widerstand gepresst, die Bewertung meines Körpers, die Narben des Feminismus, die Unsicherheit der Sprache. Ich liege unter der Glasdecke, die Beine zum Gender Pay Gap gespreizt. Und ich trage in mir die Wichtigkeit von Veränderung. In meinem Bauch brennt sich Glaswolle zu einer Skulptur ohne greifbare Form, dreht sich, meandert immer vorbei am großen Ganzen. In meinem Bauch wohnt die Frage danach, wer ich bin ohne Geld und wer ich bin mit Geld. Wie viel kostet es, ich zu sein? Machst du mir einen guten Preis für meine Anwesenheit in dieser Gesellschaft? Ich brenne. In meinem Bauch stülpt sich der Magen über die Organe, tritt etwas von innen dagegen, legt sich zwischen die Wahrheit der Geschichte und das, was erzählt wird. Ich trage in meinem Bauch alles, was du gesagt hast, alles, was du nicht gesagt hast, alles, was ich als Frau sein soll, die Frage, ob ich eine Frau bin, die Rolle, die man mir gab und die Rolle, die ich annahm. Ich trage in mir das Wissen, dass kein Körperteil von mir unschuldig ist, dass mein Körper Werbefläche ist für alles, was das Patriarchat will und für alles, was das Patriarchat will, dass ich bin. Ich trage in mir die Ungewissheit, die Zukunft, die Vergangenheit, die ich nicht ändern kann, die Gegenwart, die ich befremdlich finde, deinen Kuss zum Abschied zwischen meine Beine, die gesellschaftliche Relevanz von Kindern, die Sexualisierung meines Selbst. Ich trage in mir, was ich gewesen bin und was ich nie sein wollte. Ich liege unter der Glasdecke, meine Beine zum Gender Pay Gap gespreizt. Aus meinem Bauch läuft Blut, bis in den Abfluss, in so vielen Jahren, bis nichts mehr übrig ist von dem, was ich gebären könnte, was ich nie gebären wollte. Vollkommen umsonst jeden Monat die Schmerzen für eine Person, die ab der Menopause nicht mehr relevant ist, weil sie keinen Penis hat, der für immer die Zukunft malen kann in siedende Bäuche. Ich laufe im Blut derer, die nicht wählen, nicht studieren, nicht sie selbst sein durften. Derer, die die Haare nicht offen ohne Tücher tragen können, ohne zu verschwinden. Derer, die jetzt im Iran eine Revolution beginnen. Ich laufe im Blut derer, die nie mehr als die Identität ihres Körpers waren. Derer, die Platzangst zwischen Herd und Schlafraum haben. Ich laufe im Blut derer, deren Care-Arbeit nicht als Vollzeitjob gesehen wird. Derer, die sich nicht trauen, alleine zu reisen, die nachts mit Schlüsseln in der Hand so tun, als würden sie telefonieren und sich dann schreiben, ich bin gut angekommen, bist du gut angekommen? Und sich dann Sorgen machen wirst zum nächsten Vormittag, weil die Freundin vergessen hat zu antworten. Geht's dir gut? Ich mach mir Sorgen.
In meinem Bauch liegt ein deutliches Nein, das du nicht gehört hast, als ich gelacht habe, weil ich nicht wusste, dass ich nicht freundlich sein muss, wenn du mich anfasst. In meinem Bauch liegt ein deutliches Nein, das du nicht gehört hast, als ich nicht mehr gelacht habe, weil ich dann wusste, dass ich nicht freundlich sein muss. Auf meinem Bauch liegt meine Hand, legt sich auf die Kuhle gegen Norden zwischen dem Meer, dem Busen, hält sich an mir selbst fest, misst den Umfang der rechten im Vergleich zur linken Brust, immer eine Nummer kleiner. In meinem Bauch steckt der metallene Bügel, der mich stützen soll, der mich schützen soll, drückt sich durch Stoff, durch Gewebe, immer muss alles geschützt sein. Darf niemand sehen, wie Brustwarzen sich aufstellen, wenn ich beim Gehen sanft wippe unter dem geschlossenen Rollkragen. Darf niemand weibliche Nippel sehen bei Instagram. Ich liege unter der Glasdecke, meine Beine zum Gender Pay Gap gespreizt. Ich trage in mir alles, was ich nicht bin. Ich trage mir die ungeschriebenen Gesetze, was ich sein soll. Ich soll selbstbewusst sein, aber nicht zu laut. Ich soll treu sein, nicht zu offen. Nur für dich bin ich Spielgefährtin, gebäre die Kinder, mache Karriere, trage Spitze, beschwere mich nie, kehre den Weg vor dem Haus, verfolge ein Ziel, erziehe ohne Fehler, ernähre mich gut, koche für alle, Schlaf liegt mir fern. Ich sehe immer schick aus. Nach der Geburt arbeite ich wieder, aber nur nicht zu schnell, damit die Kinder nicht leiden, aber nur nicht zu lange, damit meine Rente nicht leidet. Mein Körper wird ein Haus sein für andere. Man wird mir sagen, wie ich mich zu kleiden habe. Und man wird mir sagen, wie ich mich nicht zu kleiden habe. Lach doch mal. Du siehst viel hübscher aus, wenn du lachst. Du hast immer so einen Schlabberlook an, das ist voll unweiblich. Zieh doch mal was anderes an, was ein bisschen weiblicher ist. Aber nicht das, das ist zu sexy. Willst du denn, dass alle dich auf deinen Körper reduzieren? Was bitte soll ich sein für dich, Mann? Denn das ist nicht, was ich bin. Ich bin nicht dafür da, um zu sein, was du willst, Mann. In meinem Bauch, der in Wirklichkeit gar nicht so flach sein muss, wie Social Media mir sagt, bin ich die Zukunft, ohne das, was du glaubst von mir. Ich bin diejenige, der du auf einem Konzert aus Versehen zwischen die Beine, die Brüste, die Oberschenkel fasst. So fest, dass die Menge nichts merkt. Ich verändere die Zukunft. Ich glühe von innen. Ich bin Feuer. Ich brenne. Ich passe nicht in die Schubladen, die sorgsam gepflegt in Firmenetagen in Lagerräumen stehen. Ich liege unter der Glasdecke, ich trete mit Füßen. Mir ist heiß, ich glühe von innen, wenn ich dich küsse und du sagst, du bist voll unstressig, das ist so selten bei Frauen. Und ich sage, ja klar, das ist, weil wir alle einzigartig sind. Und wer hat gesagt, wer ich bin? Bin ich mein Körper? Bin ich, was ich gebären soll? In die Zukunft, in die Wasserknappheit, in der man meinen Durst nicht löschen kann, das Glühen nicht löschen kann. Ich gebäre in Treibsand, eine brennende Zukunft. Ich bin die Zukunft, ihr seid die Zukunft, wir sind die Zukunft. The future is female. Dankeschön.